Kompi zurück zum Boot. Dann Kompi mal schnell her. Willst du legen? Schon, oder? Ja, warte mal kurz, den hol ich mir da vorne. Was soll ich da? Okay, warte. Oh, nett. War bloß einer. Der andere ist hier. Nee, guck mal, jetzt will er abhauen. So, jetzt kriegst du aber auch auf den Mob. Wupp! Was ist denn jetzt mit dir? Keine Ahnung. Lass dich bitte bewachen meinen leblosen Körper. Ja, ich schlafe. Ja, aber wahrscheinlich keine Stamina mehr. Okay, zweite Kopf ist auch beseitigt. Achtet ihr eigentlich auf eure Stamina? Wir arbeiten. Wir haben keine Zeit zum Achten. Okay, Torpor ist gleich weg. Ja. Jo. Ja, alles gut. Okay. Oho. Der ist wieso werde ich denn schon wieder angehauen, ey? Au! Das war hier so ein blöder Kompi. Scheißdreck! Den habe ich nicht gesehen. Ach Mist! So, jetzt bin ich aber direkt bei dir. Ich nehme die Sachen mit. Ja? Ja. Okay, ich komm. So froh über die Betten. Ich bin so froh über die Betten. Ich sterbe viel zu oft. Ja, ich glaube, wir müssen nochmal ein zweites aufstellen. Also, es ist ja jetzt schon hier. Ja. Ja, das Gute ist, denk dran, du kannst nur alle 5 Minuten in einem Bett. Ja, du hast also das nachher musst du schon hier cool down, ne? Weißt ja, denn es es ist immer kuschelig. Also, es ist noch nie wirklich kalt geworden. Bett. Naja, so soll's ja auch sein, ne? So, Losty. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ja. Genial. So. Ja, so ist das mit dir, ne? Ja, das Übliche. Ja, ich komme aber komischerweise sehr häufig alleine zurück. Ja, komm. Du tust ja gerade so, als wärst du noch nie gestorben. Also heute bin ich noch nicht gestorben. Heute noch nicht. Nee, bei mir ist es jetzt der... zweimal. und einmal direkt 5 Minuten, nachdem ich auf dem Server war. Ja, vorm Stream. Zum Eingewöhnen erstmal eine Runde sterben. Ja. Ein Warm-up. Warm-up sterben. Genau, aber... Naja, Deadman, was willst du anderes verlangen? Ja... No risk, no fun. Du kommst deinem Namen auch wirklich nah. In dem Fall ja. So, bist du bald wieder da? Lol, Deadman, wie oft willst du heute noch sterben? Ja. Ja, der hat da einfach Bock zu. Das ist, ne? Ja, toll. Ich hab da keinen Bock zu. Ich mach das ja nicht freiwillig, ey. Nein. Ganz zufällig ist das immer. Ja, das war jetzt schon blöd, ne? Oder? Ja, das ist... Oh, hier waren vier Kompis. Hätte der mich zuerst angegriffen, wäre ich weg gewesen. Definitiv. Da hätten wir gar nichts. Ich meine, wir waren auf den Para fixiert. Wir haben ja nicht damit gerechnet, dass da noch ein Kompi ist. Richtig. Und ich hatte ja schon eine leicht angeschlagene Gesundheit. Ja. Weil wir ja aufgrund unserer schweren Tätigkeit, der wir hier nachgehen, nicht auf uns achten. Kompo ist ein richtiger Sklaventreiber, oder? Naja, schönen guten Abend. Brauch Holz. Willkommen. So. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Ich hab dazu nichts zu sagen. Ja, das denke ich mir. Komo hat da keine Meinung. Ich renne die ganze Zeit über die Insel und bin hier nur am Abbauen. Genau. Hm, und ihr, stimmt. Ihr vertreibt euch wir machen Zeit auf Ferien dem auf der anderen Seite, ja. Genau. Ja. Ja. Eine Kreuzfahrt, musst du sagen. Es ist eine Kreuzfahrt. Wir haben da hinten Urlaub gebucht, weißt du? Verfolgt von Argentavis, von Säbelzähnen, Wölfe. Das ist der Survival-Urlaub. Das ist Survival-Urlaub. Andere Leute zahlen da Geld für. Und wir haben sowas, ja, ist doch... Upsilon-Promis cool. Kriegen Geld dafür. Upsilon-Promis. Ah, Dschungelcamp. Du sprichst nicht so ein Format an, was letztens erst im Fernsehen war. Nein. Ganz ehrlich, du denn auch sowas? Ganz ehrlich, ich habe nicht eine Folge geschaut, aber als ich gehört habe, dass Menderes mitmacht, habe ich gewusst, dass der gewinnt. Deadman, hier, bleib mal stehen. Also, hast du wieder was mitgebracht, was mal umlegen? Vom Laufen her ist das sehr schwierig geworden bei mir. So, hast du schwere Taschen, ja? Ja, extrem. So, warte mal, dann geht das jetzt los hier, pass auf. Eins, zwei, drei, vier,
wirfst mit Kackehaufen um dich. Ja, wenn du die hier... Kleine... super. Hast deine Garagen. Dran, ja, das ist die Bronto-Garage, die er verloren hat. Habt ihr noch ein bisschen Hide, was ihr loswerden wollt? Warte kurz. Hide. Könnt ihr ja mal die Hide über die Ohren 91 ziehen. Hide, willst du die haben? Das wäre nicht schlecht. Wo bist 10, du denn? 10 oder so. Ich könnt komm, ihr euch ich davon... Dahin. Ich komm dahin, warte. Ja, ich bin hier oben. Ja, abwarten. 10 Stück oder so könnt ihr euch verwahren. Die braucht ihr bestimmt selber. So, sehr auf, großzügig ich von dir. Ich hier mal ein bisschen was rein, was wir so mitgebracht haben, so toll ist, ne? Ja. Warte, ich muss mir mal eben ein bisschen Hide wieder abzwacken. Jeden 10 Stück. So, okay. Ja, das wäre doch stark, weil dann kann ich im Notfall kann ich immer noch mal einen Raft bauen. Ja, das wäre schlecht, genau. Ich mache mal hier ein bisschen Fleisch an, ja? Dass wir wieder ein bisschen Nahrung bekommen. So. Ja, das wäre auch nicht verkehrt. Dann geht's weiter im Text. Jo. Wo machen wir weiter? Ja, ich weiß nicht. Wo soll ich als nächstes sterben? Wie sieht das mit dem Holz aus? Du kannst jetzt hier eigentlich schon ein paar Foundations wieder dazu bauen, oder? Ich bin schon dabei, sie zu bauen. Okay, dann ja, dann würde ich sagen, sehen wir zu, dass wir noch weiter farmen, weil wir brauchen. Im Moment ist es leider nur farmen. Und sterben in meinem Fall. Genau, wollen wir weiter oder wie? Ja. Ja, dann komm. Aus. Haben wir denn hier noch was ich lernen könnte? Hatten wir nicht noch eine Fackel hier? Nein. Mal ein bisschen Zeug in den Schrank packen. Ich schleppe mich hier jedes Mal kaputt an dem. Ich hatte noch Holz einstecken. Ich habe noch über 1000 Holz. Ja, lass mal, gib mir mal, hast du noch Fiber und Thatch? Nee, ne? Fiber habe ich noch hier, Thatch habe ich nix. Okay. Gummo, ich bring dir mal 900. Ah, ich bring dir mal 1000 Holz. Ja, gerne. Jo. Nehm ich. Lass mal noch ein bisschen Holz hier, bitte. Ja. Ich bin kapiert. So, jetzt wird's dunkel, jetzt willst du wieder los. Naja, das letzte Mal haben wir im Dunkeln ja bloß ein bisschen Ärger mit dem Kanu gehabt. War doch alles gut. Oder? Ja. Ja, war halb so gefährlich, weil man hat's nicht wirklich gesehen. Eben. Und dann ist das auch nicht so schlimm. Das macht das Ganze wesentlich ungefährlicher. Genau, das ist harmlos. Ich kann euch gleich auch noch, wenn ihr wollt, einen Metallspeer bauen. Ja, das wäre gut. Können wir den gleich mitnehmen? Dann muss ich gucken, ob ich genug... Dann komme ich sogar noch mal rein. ...Metall da hab. Fertig, hier ist nichts mehr. Was brauche ich denn dafür? 10, nee, da habe ich überhaupt gar nicht genug da. Ich dachte, ich hätte... Okay, warte, aber dann kann ich mir noch ein bisschen Fleisch mitnehmen. Da haben wir noch Metall. Ich glaube. Ja, so. fünf Stück haben wir noch da. Okay, da kriegst du aber nichts mehr vom zustande, oder? Nee. Gut. Ich bin mal ganz kurz AFK. Yep. Spitzhacken würde ich davon noch zusammenkriegen, aber die habt ihr ja. Mal ein bisschen Licht hier wieder, ja?
Jo, die beiden Fackeln, ja. Hey, Level Up. Oh, da bin ich wieder. Was suchst du? Unseren Agentaris. Auf der anderen Seite unter der Decke. Ach, auf der anderen Seite, okay. Unter der Decke. Was macht er unter der Decke? Nicht landen wollen. Ach doch, so. Jetzt ist er gelandet. Doch, jetzt ist er gelandet mittlerweile. Ich meine schon, sieht so aus. Ich glaube, der hat echt Schiss hier. Jetzt ist er gelandet. Guck. Ach, zähl nix. Ja, sicher. Tatsächlich. Ich habe ihn einmal angepfiffen. Ja, der Agentavis-Flüsterer, so nennt man ihn. Ja, klar, wenn du ihn auch anpfeifst, dann... Guck an. Agentavis-Flüsterer. Ich glaube, ich komme mit. Du willst mit? Ja, wartet noch mal eben ein Momentchen. Okay. Kurz im Überlegen, das kann alles da. Aber das kann ich vermutlich alles noch gar nicht bauen. Und bei meinem Tarif, da ist es genauso. Da weiß ich doch am besten selbst, wie viele Minuten, SMS und Daten ich brauche. Stell dir deinen Tarif so zusammen, wie du ihn brauchst. Mit Kongstar, wie ich will. Und sicher dir jetzt 30 Euro Startguthaben. Einfach klicken und bestellen. Wo? Okay, das war teuer. Vermutlich alles noch gar sicherheitshalber lasse ich einfach mal alles hier, was ich nicht brauche. Was sagen, ist da irgendwo? Okay. So, Komo, du mit? Lass mich eben noch Komo 2-3 Steine mit sammeln. Ich habe nämlich meine Steine alle weggelegt. Komo, du doch mal mit. Ah, da bin ich. Na dann, Ahoi Kapitän, los geht's. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir irgendwo an Metall kommen. Ja, das wäre auch eine gute Idee. Wohin wollen wir? Ja, also da die Ecke ist eigentlich ziemlich bösartig. Welche Ecke? Ein Trilo war ja gerade. Gut, wir können jetzt mal so geradeaus in diesen Fjord da rein. In dieses... Da würde ich sagen. Also da links, ja, der jetzt, Berg, das war nicht so gut. Nee, da ist Deadman zweimal gestorben. Was ist hier rechts? Rechts waren wir noch nicht. Gut, dann fahren wir jetzt einfach mal geradeaus da nach rechts. Geradeaus nach rechts, ja. Okay, das halte ich für eine gute Idee. Geradeaus nach rechts ist immer gut, ja. Ja. Finde ich auch. Das ist doch immer nice, sehr nice. Die Ecke, von der wir gekommen sind, war aber auch ganz ruhig. Ja. Wo wir gespawnt sind. Ja. Aber das war ein Stück weg, da würde ich jetzt nicht wieder hinfahren. Ja, wir sollten hier in der Nähe bleiben. Mal gucken. Vor allen Dingen, wo wir auch gucken, dass wir... Da sehe ich auf jeden Fall Wald. Das sieht schon mal gut aus.